Gute. Und heute öffne ich mal das Geheimnis für die Mädels, warum sich Jungs ab und zu mal in den Schritt packen. Ich meine, das ist ein Geheimnis, wie warum Frauen immer zu zweit auf Toilette gehen. Das ist immer so. Aber das mit dem Schritt packen ist spätestens seit der EM-Thema, als Jogi Löw am ersten Gruppenspiel aufgenommen wurde, wie er sich so im Schritt gepackt hat. Ich meine, klar, 20 Kameras oder 30, 40, davon 2, 3 auf den Trainer, auf die Bank gerichtet. Und klar, dass irgendeine genau das aufnimmt. Ne? Und ja, natürlich wurde viel darüber geredet. Es gibt natürlich zigtausend Bilder davon, die sich lustig gemacht haben. Werbung wie Eau de Sac und so weiter. Aber ja, warum packen sich Jungs eigentlich manchmal einen Schritt? Die Frauen können es vielleicht nicht unbedingt so verstehen, aber manchmal ist es einfach so, dass es nicht richtig sitzt. Es hört sich doof an. Es ist aber so. Vielleicht zu vergleichen bei euch mit den Brüsten, mit dem BH. Nö. Wenn das nicht so richtig sitzt. Aber wenn man sich mal auf den Stuhl setzt oder auf die Couch und man setzt sich als Mann wirklich auf eine ganz kleine Hautfalte, dann merkt man das richtig. Und dann schiebt man das kurz auf und geht vielleicht mit der Hand in die Hosentasche, richtet das ein bisschen. Oder wenn man am Laufen ist draußen und hat eine Boxershorts an oder eine Unterhose und das, der Sack rutscht raus oder das Ding vom Jungen, ne? Dann ja, muss man da in die Hosentasche wieder ein bisschen richten, weil sonst ist es einfach ein scheiß Gefühl, muss man ganz ehrlich sagen. So und dann macht man ein bisschen so, keine Ahnung. Es ist ungefähr so, man versucht natürlich es immer getan zu machen. Klappt natürlich nicht immer, ist ja klar, man muss dann am besten irgendwo in eine Gasse gehen oder auf Toilette, dann am besten wirklich so unauffällig wie möglich machen, nicht so gucken. Aber selbst wenn man darauf angesprochen wird, dann sagt man, nein, nein, ich habe da nichts gemacht, ich habe nur was in der Hosentasche gesucht, was eigentlich total doof ist, ne? Aber ja, das ist halt so ein Grund, warum sich Jungs gerne mal so einen Schritt packen, um einfach mal zu richten. Vielleicht gucken auch manche, ob noch alles da ist, ich weiß es nicht. Aber für mich ist das total Unverständnis, dass man da so Terrat drum gemacht hat teilweise, weil Jogi Löw sich am Sack gepackt hat. Ich meine, wenn es mal irgendwie gejuckt hat, dann ja, kann man sich, oder wenn es ungemütlich ist. Ich meine, wirklich 80-90% der Männer machen das. Wieso da das jetzt so schlimm ist, weil man das aufgenommen hat? Ja, wow, ist UEFA-EM, aber und? Es ist ein Mann. Und wenn es halt juckt, dann kratze ich mich. Soll ich dann irgendwie Shake machen, damit es vielleicht besser wird? Also ich finde das, den ganzen Terrat rum und dann noch eine Strafe für ihn und was weiß ich, einfach total hinrissig. Aber das ist dann wieder UEFA und die sich halt wieder so gut darstellen wollen. Das ist aber wieder ein anderes Thema. Aber natürlich nicht unbedingt richten alle. Es gibt natürlich manche, die einfach nur mit ihren Kugeln unten spielen. Manchmal so zwei Kugeln, bis sie spielen. Aus Langeweile, die manchen reißen ja die Nägel oder kauen Nägel, die anderen drehen Daumen und die anderen spielen halt so, manchmal aus Spaß so, ja, sich an den Eiern rum. Ist sehr doof, aber es gibt welche, die das dann wirklich machen. Und natürlich auch ein Grund kann sein, bevor wir zum Ende des Videos schon kommen, dass ihm die Intimrasur nicht gekommen ist oder weil er es zum ersten Mal rasiert hat. Dann juckt das, kratzt das und dann muss man... Und ja, das war's eigentlich schon. Ich meine, ich habe genügend Gründe genannt, die eigentlich schon so alles mit abdecken. Und ja, heute etwas kürzeres Video. Aber ich kann demnächst weiter so Geheimnisse öffnen, kann man sagen. Denn wir haben im Freundesbekanntenkreis ja viel darüber geredet nach dem Spektakel mit Löw. Und da kam das eine andere wirklich mal so raus. Wenn es euch gefallen hat, ihr weiteres so dementsprechend hören, sehen wollt, dann ja, lasst mich wissen, Daumen hoch, Kommentare unten, alles. Und ja, ich sag ciao, ciao und bis Donnerstag. Ach ja, und wer die Serie Eine schrecklich nette Familie kennt, der versteht auch mein Thumbnail. Denn das hat immer El Bandi gemacht.